Sie sitzen wieder an einem Verhandlungstisch. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat den türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu am Dienstag im russischen Sotschi empfangen. Inhalt der Gespräche war eine verstärkte militärische Kooperation beider Länder. Dabei hatten sich Moskau und Ankara bei mehreren Konflikten der jüngeren Vergangenheit auch gegenübergestanden, etwa in Bergkarabach und Syrien. Beide Seiten bestreben, die militärischen Beziehungen auszubauen. Präsident Putin hat bereits mehrmals wiederholt betont, dass wir unsere türkischen Kollegen auf diesem Gebiet zur Seite stehen, gerade angesichts der anhaltenden Misstöne aus Washington. Die Annäherung fallen mitten in eine Zeit, in der die USA erst kürzlich Sanktionen gegen den türkischen Industrieverbandschef und drei türkische Staatsbürger verhängt hatte. Diese Sanktionen stehen im Zusammenhang mit einem russisch-türkischen Deal. Ankara hatte ein Raketenabwehrsystem von Moskau erworben. Dem Treffen in Sotschi sollen im neuen Jahr weitere bilaterale Gespräche folgen.